Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Heute möchte ich mit euch Pancakes machen. Ja, schon wieder Pancakes. Es wäre dann auch mittlerweile das dritte Rezept auf meinem Blog. Ja, ich liebe momentan Pancakes und finde es auch halt bei der Jahreszeit momentan ja, super angebracht, sie zu essen. Sind nicht so schwer im Magen und ja, auch schnell gemacht und man hat nicht unbedingt so viel Hitze im Haus. So sehen die Pancakes auf jeden Fall schon mal aus. Das fertige Exemplar habe ich hier schon mal für euch. Ja, ich hoffe, ihr schaut euch mal ein schönes Video an, damit ihr die natürlich auch danach selber nachmachen könnt. Viel Spaß! Für die Zutaten benötigen wir 25 Gramm Butter, 2 Eier, 50 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 250 Gramm Buttermilch, 200 Gramm Mehl und ein halbes Päckchen Backpulver. Das habe ich hier schon vermischt. Und das war's. Als erstes kommen jetzt die 2 Eier in meine Schüssel. Hups, das sollte nicht passieren. Dann der Zucker und eine Prise Salz. So, und das müssen wir jetzt als erstes cremig verrühren. So, jetzt kommt da die Butter zu. Und auch die Buttermilch. Und das muss ebenfalls verrührt werden. So, und zum Schluss kommt jetzt die Mehl- und Backpulvermischung dazu. Das natürlich auch wieder verrühren. Jetzt ist der Teig auch schon fertig und jetzt müssen wir die Pancakes ausbacken. Ich habe jetzt in meiner Pfanne schon etwas Öl erhitzt. Dafür habe ich jetzt einfach Rapsöl genommen. Könnt ihr aber auch Sonnenblumenöl gerne nehmen. Und jetzt müssen wir einfach mit einer Kelle den Teig, also ich mache jetzt immer gerne kleinere Pancakes, einfach portionsweise in die Pfanne geben. Also so 3 kann man eigentlich immer ganz gut gleichzeitig ausbacken. Ich habe meine Pancakes jetzt ausgebacken, hier könnt ihr sie sehen und jetzt zeige ich euch auch noch, wie ich sie am liebsten esse und auf meinem Teller anrichte. Und zwar habe ich jetzt hier einen körnigen Frischkäse, den verteile ich jetzt auf meinem Pancake. Und normalerweise mache ich da jetzt total gerne Erdbeeren drauf. Da ich jetzt aber keine habe, habe ich mir jetzt überlegt, schmeckt das halt auch super lecker, wenn man da Wassermelone drauf macht. Die hatte ich jetzt in so Stücke geschnitten und die lege ich da jetzt oben drauf. Noch ein bisschen was daneben. So. So esse ich meine Pancakes jetzt am liebsten. Ich bin jetzt fertig mit meinen Pancakes und freue mich da jetzt schon riesig drauf, die gleich zu essen. Und hoffe, ihr habt vielleicht auch noch mal Lust, sie nachzumachen und dürft mir natürlich gerne berichten, wie sie euch schmecken. Sie sind also wirklich super luftig, auch im Teig und ja, das gefällt mir sehr gut. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!